Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe des Stadtgesprächs. Wir sind heute wieder in der Motorworld zu Gast auf dem Flugfeld Böblingen-Sindelfingen. Und unser Gesprächspartner, mein Gesprächspartner heute ist Georg Sommer. Herzlich willkommen, Herr Sommer. Vielen Dank, Herr Zürn. Er ist Geschäftsführer der CCBS. Was verbirgt sich hinter diesem Kürzel? Ja, die CCBS, das sind das Kongresscenter Böblingen-Sindelfingen mit Sitz in Sindelfingen. Wir betreiben die Stadthalle Sindelfingen, die Kongresshalle Böblingen, den Festplatz auf dem Flugfeld. Und wir freuen uns darüber, im nächsten Jahr auch das Sparkassenforum zu betreuen. Ja, da kommen wir nachher mal noch drauf, was da so die Unterschiede sind. Sie sind seit Dezember 2009 Geschäftsführer dieser Organisation. Sie waren davor Personalleiter bei verschiedenen Unternehmen, haben mehrere Dienstleistungsgesellschaften als Geschäftsführer geführt. Und Sie waren stellvertretender Bundesvorsitzender des Arbeitgeberverbandes Zeitarbeit. War das mit ausschlaggebend für Ihre Berufung? Denn die CCBS ist ja hervorgegangen aus zwei eigenständigen Gesellschaften, eine in Sindelfingen, eine in Böblingen. Ich kann jetzt natürlich nicht im Detail nachvollziehen, was die Aufsichtsräte in 2009 bewogen hat, mich als Geschäftsführer zu berufen. Aber das hat sicherlich eine Rolle gespielt. Denn das Personal war damals eine schwierige, war schwierig zu handeln. Und meine Funktion im Arbeitgeberverband war die Tarifpolitik. Das hat mir und die Personalleiterfunktion hat mir sicherlich geholfen. Natürlich auch die Geschäftsführerfunktionen in einer dienstleistungsorientierten Gesellschaft. Die CCBS, ich habe es gesagt, ist eine der Gesellschaften beider Städte. Wie funktioniert da die Zusammenarbeit? Also, ich kann nur sagen, ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Ich habe zwar zwei Gesellschafter, die Stadt Böblingen und die Stadt Sindelfingen, aber in unserer Gesellschaft gibt es eine sachorientierte Zusammenarbeit. Ich kann mich bei den Aufsichtsräten, bei den Vorsitzenden, die ja immer alternierend wechseln, also alle zwei Jahre wechselt der Vorsitz im Aufsichtsrat. Jetzt ist es der erste Bürgermeister von Sindelfingen, dann wiederum im nächsten Jahr für zwei Jahre ist es der erste Bürgermeister von Böblingen. Und so sind auch die Gremien aufgebaut, fünf Vertreter aus Sindelfingen, fünf Vertreter aus Böblingen. Ich kenne ja, eigentlich denke ich mal, andere Aufsichtsgremien. Hier ist eine gute sachorientierte Zusammenarbeit. Und da kann man nur sagen, dieses Modell könnten sich auch andere Städte und Gemeinden überlegen, wenn sie räumlich so nahe zusammenliegen. Ja, Sie haben es schon angedeutet, Sie betreiben direkt eine ganze Reihe von Spielstätten, die ja weit über die Region hinaus bekannt sind. Die Stadthalle Sindelfingen, die Kongresshalle Böblingen. Sie haben den Festplatz neuerdings auf dem Flugfeld hier. Was sind so die Besonderheiten dieser ja doch sehr traditionellen Spielstätten? Ja, Sie haben es gesagt, die Stadthalle Sindelfingen hat die 50 überschritten, die Stadthalle Böblingen hat die 40 überschritten. Also sind keine modernen, aber sind zeitlose Veranstaltungsstätten mit toller Technik, mit vielen Möglichkeiten und mit einem ganz eigenen Charakter. Sie kennen beide, das weiß ich, beide Häuser. Wenn Sie sich das noch mal überlegen, in Sindelfingen, das wird vielen Besuchern gar nicht bewusst. Übrigens 300.000, die letztes Jahr in unsere Spielstätten gekommen sind. Da hat die Wirtschaftsprüferin auch sehr großen Wert gelegt, dass das reale Zahlen sind. Und da sind wir stolz drauf und danken diesen 300.000 Besuchern, dass sie zu uns gekommen sind. Denn sie hätten auch 134 andere Veranstaltungsstätten in der Region wählen können. Sindelfingen, die Stadthalle, ist die Halle im Grünen und mit Grün. Wir wissen alle aus der Farbpsychologie, dass uns Farben beeinflussen können. Und das wollen wir auch ganz bewusst. Also wir stärken hier diesen Charakter. Und in Böblingen, in der Halle, versuchen wir uns mit Lichtstimmungen. Schon wenn Sie am Abend an die Kongresshalle kommen, sehen Sie die Bäumchen, die beleuchtet sind. Wir kommen vielleicht auch nachher noch mal drauf mit dem Wettbewerb in der Region, wie wir uns abheben wollen. Wir wollen eigentlich die Halle sein für die Sinne. Und das haben wir auch, denke ich mal, schaffen wir, sind auf gutem Weg.
Jetzt haben Sie aber, also Sie nicht persönlich, aber die Gesellschaft hat ja nun eines ihrer Aushängeschilder vor vielen Jahren verloren, nämlich die Sporthalle Böblingen. Und ich weiß gut, dass noch eine ganze Menge Menschen dieser Halle immer noch nachtrauern. Große Zeiten mit Wetten, dass, die Sendungen sind dort aufgezeichnet worden. Vermissen Sie so ein Zugpferd, so ein Magnet? Ja, wenn ich dran denke, in der Kongresshalle, im Besprechungszimmer, da sehen Sie die alten Plakate von James Blunt, angefangen, wirklich die Popgrößen dieser Welt waren in der Sporthalle. Und viele trauern dieser Halle nach. Ich war auch einige Male dort. Ich hätte auch in 2009 gesagt, na ja, es ist zwar spät, aber da hätte man noch was machen können. Tatsache ist doch, es sind fast 7 Jahre vergangen. Am 31.12.2007 hat die Halle ihre Pforten geschlossen. War die letzte Veranstaltung in den Silvesterabend rein. Und seither haben sich sowohl Fernsehsender als auch Besucher andere Hallen gesucht. Das ist das eine. Die sind jetzt auch gut etabliert im Fernsehgeschäft. Da würde man von null an beginnen. Und das Zweite, wir haben jetzt eine Konkurrenz in der eigenen Region. Wir sehen das mit der MHP-Arena in Ludwigsburg. Und wir sehen auch, wie schwer es die Kolleginnen und Kollegen haben, um diese Halle zu etablieren. Also wie gesagt, vom Herz her toll. Aber wenn man den Verstand gebraucht, muss man sagen, das würde jetzt ist es wirklich sehr spät. Und Sie sehen ja auch die Initiative, die im letzten Jahr im November ergriffen wurde, hat dann auch zu Recht zu nichts Weiterem geführt. Ja, herzlichen Dank bis hierhin, Georg Sommer. Wir geben kurz in eine kleine Werbepause, meine Damen und Herren. Bleiben Sie uns erhalten. Schauen Sie nachher wieder rein. Wir werden dann darüber reden, wie die CCBS sich hier in der Region positioniert. Bis gleich. Was mir wichtig ist, die Familie und deren Zukunft. Als Vater möchte man ja immer für alle sorgen. Und wenn man plötzlich einen Schlaganfall hat, dann geht's nicht mehr so, wie man will. Auf einmal müssen die Kinder für einen da sein. Ziemlich ungewohnt. Ich will ja niemand zur Last fallen. Schon gar nicht mein Liebsten. Wichtiges richtig schützen. Die Allianz Pflegevorsorge. Hoffentlich allianzversichert. Noch kein Geschenk? Holen Sie sich den brandneuen SCT-Gutschein. Eine Karte, 1000 Möglichkeiten. Der SCT-Gutschein. Einzulösen bei über 100 Unternehmen in Stuttgart City. Weitere Infos unter s-city-gutschein.de. Jetzt umsteigen. 12 Monate im gesamten VVS-Gebiet fahren und nur 10 Monate zahlen. Einfach bequem. Die VVS-Jahreskarte im Abo. Auch mit monatlicher Abbuchung. Mehr Infos bei uns im Netz. Schlafstörungen haben viele Gesichter und viele Ursachen. Darüber wollen wir heute sprechen. Herr Jennecke, der Schlaf. Warum ist er für uns eigentlich wichtig und wie viel brauchen wir davon? So 6-7 Stunden sollten es schon sein. Und dann aber wichtig die Qualität. Und das ist das Wichtigste. Ich muss nicht nur schlafen, ich muss gut schlafen. Ich muss dabei die Sachen verarbeiten. Und ich muss auch wieder aufwachen in der Form dann und dann für den Tag bereit sein. Traumexier. Aufwachen wie auf Wolken. Für einen erfolgreichen Tag. Aus 10 wertvollen Kräutern. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Darmentzündungen und Reizdarm können einem arg zu schaffen machen. Wir helfen Ihnen mit PC Medicus. PC Medicus mit dem Wirkstoff Phosphatidylcholin legt sich sanft auf die Darmschleimhaut und sorgt für eine intakte Schutzschicht. So kann der Darm heilen. PC Medicus ist in allen Apotheken erhältlich. Oder rufen Sie jetzt an. We'll be right back.
herzlich willkommen in der Weiler Hütte. Für Sie und Ihre Mitarbeiter arrangieren wir Firmenfeste und Grillpartys von A bis Z. Weiler Hütte, Weil im Schönbuch, Abzweigung Weißer Stein. Telefon 07157 61 270. Regio TV. Herzlich willkommen zurück zum Stadtgespräch hier vom Flugfeld Böblingen-Sindelfingen aus der Motorwelt. Zu Gast heute Georg Sommer, der Geschäftsführer der CCBS, der Kongresscenter Böblingen-Sindelfingen. Das ist die Veranstaltungsorganisation. Wir haben gerade schon über die Hallen und ihre Ausrichtung gesprochen. Gibt es in der Halle, in der Region eigentlich nicht genug Hallen? Braucht es noch solche großen Hallen, wie wir sie hier haben? Also wir haben ja Monitoring, wie sich das nennt, in der Region Stuttgart. Und da sieht man ganz deutlich, dass die Formate 200 plus, natürlich bis zu 10.000, die wir nicht bedienen können, schon deutlich nachgefragt werden. Vor allen Dingen für kulturelle, für gesellschaftliche, aber auch für Firmenveranstaltungen. Also die Frage stellt sich so nicht, sondern die Frage stellt sich, können die Hallen noch weiter zusammenarbeiten? Da komme ich gleich noch mal drauf. Ich denke, was vor allen Dingen wichtig ist, zu sagen, die Fusion hat bereits heute 500.000 Euro im Jahr eingespart. Wir haben reale 200.000 Euro im Ergebnis uns verbessert. Wir haben eine Erhöhung der Energiepreise von 200.000 Euro aufgefangen. Und wir haben sonstige Kosten von etwa 100.000 Euro eingefangen sozusagen, haben sich im Ergebnis nicht mehr weiter niedergeschlagen. Diese CCBS ist eine Erfolgsgeschichte, kann man deutlich sagen. Das ist klar, dass Sie so das sehen. Trotzdem gibt es immer wieder Kritik, das weiß ich. Vor allen Dingen in den Gemeinderäten wird halt immer gefragt, brauchen wir denn wirklich über 1 Million Abmangel im Jahr? Müssen wir uns das leisten? Was entgegnen Sie solchen kritischen Stimmen? Also zunächst mal können wir noch besser werden und wir werden auch besser, wenn die energetische Sanierung einsetzt. Wir haben in beiden Hallen, die sind 50 und 40 Jahre alt, eben eine Bauart der damaligen Zeit. Wir haben in einer Halle es schwarz auf weiß, dass wir dreimal schlechter sind als neue, jetzt heute gebaute Hallen. Das muss man einfach sehen. Wir entwickeln uns, haben 25 Jahre andere Strukturen gehabt und sind jetzt auf diesem Weg. Natürlich haben die Hallen alle in der Region einen Abmangel. Jetzt ist die Frage, wie messe ich den? Letztes Jahr gab es eine Stuttgarter Zeitung, die versucht hat, diesen Abmangel in ein Ranking zu bringen. Bei den einen sind die Abschreibungen mit drin, bei den anderen sind nur die reinen Betriebskosten mit drin. Also man vergleicht da manchmal Äpfel mit Birnen. Und 300.000 Besucher, Sie haben es ja vorher gesagt, das ist ja nun auch ein Marketing-Effekt. Also 300.000 Besucher ist, denke ich mal, für die beiden Städte ein sehr guter Marketing-Effekt. Wir sind noch dran, die 30.000 Menschen, die jeden Tag durch Böblingen und Sindelfingen entweder zur Arbeit fahren oder durchfahren, die auch noch mit aufzufangen oder einzufangen. Ja, man muss ja wissen, Böblingen und Sindelfingen hat zusammen ungefähr 100.000 Einwohner. Das heißt also, im Prinzip kommt jeder dreimal im Laufe eines Jahres zu Ihnen in die Halle. Das ist ja ein schöner Erfolg. Wie geht's weiter? Was sind gerade anstehende Projekte, was sind die Ziele? Also wir haben versucht, die Spielstätten, und zwar die IG Kultur, das Blaue Haus, das alte Amtsgericht, den Theaterkeller mit zu begeistern, mit uns mal ein Wagnis einzugehen, zu kooperieren. Die erste Sitzung hat vielversprechend stattgefunden. Da werden Sie noch Entwicklungen sehen. Wir sind mit den Kollegen im Stuttgarter Raum in der sogenannten Kongressallianz. Alle wichtigen Häuser sind zusammengeschlossen. Wenn es nach mir ginge, würden wir irgendwann mal gemeinsam einkaufen, wir würden gemeinsam das Personal einsetzen. Also gibt es sehr viele Synergieeffekte. Wir entwickeln uns da beständig weiter. Ganz kurz, das heißt Gemeinsamkeit statt Konkurrenz. Gemeinsamkeit, da wo es geht, statt Konkurrenz. Wunderbar. Herr Sommer, ganz herzlichen Dank heute für dieses interessante Stadtgespräch, für die Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Nächste Woche, meine Damen und Herren, haben wir wieder ein sehr sportliches Stadtgespräch. Das wird insofern spannend, denn wir haben Peter Kiener hier, der ist Vorsitzender der Spielgemeinschaft Herrenberg-Haslach-Kuppingen. Das sind Handballer und die haben was ganz Besonderes erreicht. Ihre Frauenmannschaft steigt jetzt in die zweite Bundesliga auf und die erste Männermannschaft hat sich in der Regionalliga gehalten. Das ist also wirklich so etwas wie das Handball-Mekka hier in der Region. Herzlichen Dank, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.